Ich habe im letzten Raum was vergessen. Lampe? Ah, okay, danke schön. Danke, danke, danke. Es wäre mir am Schluss dann schon aufgefallen auch, ne? Wenn es dann geheißen hätte, du hast noch nicht 100%, willst du wirklich Schluss machen? Echt? Gehen die so rein? Die gehen rein, okay. Dann setze ich euch um. Nochmal ein Boing. Die Leuchtstoffröhren. Zweimal. Würde ich sagen, machen wir auch hier. Die setze ich jetzt aber mal ganz oben in die Ecke. So. Der Lichtschalter. Wer denn die Regale so dumm dahin? Also ehrlich. So, aber jetzt sind wir fertig, ne? Ja. Das muss ein Bug sein. Anders kann ich mir nicht vorstellen. So, Vollwand, Außentür, Lami. Ah, okay. Deswegen. Da kommt die Lami rein. Wo ist jetzt da innen? Wo ist außen? Stimmt das jetzt? Das passt schon, oder? Und bei der Treppe kommt ein Fenster? Die ist doch falsch rum, oder nicht? Ne, da ist ein Schlüssel. Stimmt, die ist falsch rum. Weil der Riegel, der gehört nach innen. Ach, jetzt hör halt auf, oder? Oh, nö. Ist mir wurscht. So, und hier kommt ein Fenster. Ah, Ingalls. Das habe ich nicht gesehen. Nee, die ist verkehrt rum, ja? Die ist... genau. Schön. Gerümpel. Hau zu. Servusle. Servusle. Servusle, Mischi. Mischa. Sorry. Und da gehen halt die Fenster nach außen auf, ne? Naja. Gut. Soll ich die jetzt echt umändern? Ich weiß nicht. So. Standard-Lichtschalter. Nee, der muss dann dahin. Schnurdeckenlampe. Was? Hostem? Hostem. Tja, keine Ahnung. Ah, wurscht. Ja, nice. Gefällt mir. Aber jetzt haben wir es, ne? Jetzt ist gut. Können wir den Auftrag ja beenden. Okay, ich hause weg.
Geht nicht. Muss ich verkaufen, ne? Also nochmal. Das ist doch zum Narrisch werden, oder nicht? Oder ist sie. Ne, jetzt hat sie richtig. Weil jetzt ist dieser komische Riegel innen. Ja, jetzt hat. Okay, das zeigt einem im Grunde schon den richtigen, also wie es reingehört. Ich habe sie halt nur dummerweise gedreht gehabt. Naja. Was soll's, ne? So, Standard-Lichtschalter. Standard-Position. Dreimal Schnurdeckenlampen. Zweimal. Dreimal. So. Passt. Schaut eh nie einer hoch. Memi-Kleiderbügel. Dann haben wir noch ein stehender Spiegel, Tessano. Mit Licht. Ja, das ist jetzt dumm, ne? Weil dann tue ich dich ja lieber dahin. Und dich dann eben dahin. Passt, oder? Buffett Mall. Buffett Mall? Buffett Mall? Machen wir alles amerikanische Ulme. Blumen in der Gießkanne. Das Ding ist aber riesig. Und hässlich. Das kommt noch dazu. Riesig und hässlich. Aber okay. Kerze im Glas. Eine Holzkerze. Okay. Eine Kuckucksuhr. Na super, da gibt es jetzt wieder keine. Dann machen wir Esche. Die ist vielleicht ein bisschen heller dann, aber. Wo packe ich dich jetzt hin? Warten wir mal ab, was noch kommt. Eine Yucca, Bild, 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 Bild. Also viermal Bild. Und noch eine Yucca. Die lasse ich jetzt alle mal auf S. Boah. Keine Ahnung. Ich bin kein Bilderaufhänger. Ich weiß immer nie, wie das passt. Das ist aber ein Mini-Bild. Ist jetzt zwar tiefer, aber ist egal, ne? Noch ein Mini-Bild. Hängen wir die untereinander? Ne, hängen wir das dahin? Egal. So, Bodenfliesen, Legebraune, Paneele, Cognac.
Nee, Krotersk. Ich lese schon wieder, was ich will, ne? Gleich mal hier mit reinmachen. So. Flur hätten wir fertig. Ich weiß nicht. Das passt mir immer nie mit den Bildern. Vor allem hängen die nicht zu hoch oder zu tief oder wie auch immer. Lieber die zwei so hin, oder? Und dann lieber auch die kleinen nebeneinander. Oh Gott. Also vor allem, bis ich auch bei mir zu Hause entscheide, bis ich endlich immer irgendwas da hinhänge. Ich meine, das ist Holz, ne? Da haue ich eine Schraube rein und dann ist es gut. Und wenn es mir doch nicht gefällt, drehe es wieder raus. So, wir brauchen sonst hier nichts. Dann fangen wir mal mit dem kleinen Räumchen hier an. Bemale die Decke mit den Farben leicht cremig. Bilder werden normal ungefähr Augenhöhe angebracht. Macht doch die Bilder etwas größer. Könnte ich auch machen, ja? Das könnte ich auch machen. Warte mal, S dürfte doch reichen. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Können wir ja dann nochmal ändern. Wie schön, da streichst du einfach über das Holz drüber und das ist gut, ne? Ach, ganz vergessen, ich kann es ja größer machen. Jetzt hoffe ich mal, dass wir irgendwo noch ein bisschen was von der Farbe brauchen. Vielleicht da hinten? Keine Ahnung. Stellen wir mal aufs Fensterbrett. Ja, machen wir dann. Machen wir sie größer. Laminat verlegen, weiße viereckige Fliese Rosanto. Oje. Reichen da drei? Könnt hinhauen, ne? Gerade so. Aber es geht so viel schneller als dieses Fliesenlegen. Zack. Das Spiel ist nur sehr leise manchmal, ne? Manchmal ist es zu laut, manchmal ist es zu leise. Ich will nicht aufdrehen, ich will hier... Ach so, weil da ein Heizkörper ist. Okay, einmal noch? Oder eher zweimal sogar. Weil wir haben ja im Fenster auch noch... Ich weiß nicht, ob das mit einem reicht. Ich glaube es nicht. Ne, hätte nie gereicht. Oh. Wie weit sind Sie eigentlich mit deinem Fahrstuhl? Die Woche soll es noch gehen. Ich schlafe schon wieder gleich ein. Nerv. Bin noch nicht ausgeschlafen. Man merkt erst Anfang vom Urlaub. Ja, also die Handwerker haben gemeint, sie werden auf jeden Fall zum Ende dieser Woche fertig. Da bin ich ja mal gespannt, weil der Feiertag ist ja auch noch, ne? Außer die kennen keinen Feiertag. Das ist natürlich...
Waschbecken, Bodenfliese legen, braune Paneele, grotesk oder grotesk. Da ist auch das gleiche, okay. Ist hier vielleicht auch? Ja, können wir doch gleich überall machen, dann haben wir es weg. Da weiß ich nur nicht. Hier auch? Ja. Und hier wahrscheinlich auch. Ja. Perfekt. Das Spiel ist aber auch so beruhigend. Ich könnte so mit Pen für die. Kitty macht irgendwie nicht so viel heute. Echt nicht? Miau. Es kommt halt immer drauf an, wie man sie triggert, ne? Oh, hätte ich da auch machen müssen? Oh ja. So, noch irgendwo vergessen? Ich denke nicht. Gut. Eine runde Einbauwanne. Eine Eckwanne. Ich denke mal, dass sie dahin muss. Nein? Hä? Moment, wir haben hier Heizkörper. Heizkörper fürs Bad. Ach so, weil die muss ich wahrscheinlich erst aufdrehen, ne? Deswegen, ja, okay. Vergessen. Die ist so müde wie wir, Pitti. ich bin zwar müde, aber darf nicht schlafen, muss nachher noch Fußball schauen und hoffen, dass die Hertha absteigen tut. Anschlüsse aufdrehen. Ja, habe ich doch gerade gesagt. So. Ist aber auch umständlich, oder? Dass man erst Anschlüsse aufdrehen muss. Hallo? Und die hat immer noch so viel Wandabstand, finde ich. Also ich finde immer noch, dass die sakrisch viel Wandabstand hat. Und auch die Armatur, die ist nicht sauber drin. Normalerweise sollten die Abdeckungen auf die Fliese drauf gehen. So. Kompaktes WC. Tja. Und da der Anschluss ist, ne? Was will ich machen? Heizkörper, weil den muss ich glaube ich nicht aufdrehen. Montieren. Bin auch total müde, muss aber morgen auch wieder um 4 aufstehen. Oh, das kenne ich mich, aber mir ist das zwar immer erst 5, aber ich gehe fast immer schon um 20 Uhr ins Bettchen. Heute war sie, glaube ich, auch recht früh wach. Mein gut, ich war auch früh wach. Ich habe mich dann aber auch nochmal hingelegt. Ich bin, glaube ich, um... Wann war es denn? Ich glaube, um 4:30 oder was bin ich aufgestanden. Und habe mich dann um 8 Uhr nochmal hingelegt bis um 10 Uhr. Ritterdusche und Waschbecken. Okay. Ja, ich bin um 5 Uhr raus, weil ich ja zum Arzt musste. Ah, okay. Ritterdusche.
Was auch immer das ist. Eine Regentassendusche oder was? Ist das... Es ist doch nicht denen ihr Ernst, oder? Was ist denn das für die... Naja, gut. Ich glaube, man muss sich da nicht Gedanken machen. Aber das ist ja ein Quatsch, oder? Morgen kann ich bis 9 Uhr schlafen. 4:30 bei frei, das ist ja Seniorenzeit. Und ich kann Hetze morgens nicht haben. Daher stehe ich früher auf und alles ist in Ruhe. Ich bin ja auch schon fast 10 Uhr. So, haben wir hier nochmal Aremikanische, Goldenes, lieber Creme. So. Zack, 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 zack. Oh, dieses Rumgehüpfe, ne? Von der Kamera. Okay. Innentür Anion. Da. Ich sag mal, heutzutage hast du eigentlich Türstöcke gar nicht mehr. Man ja auch bei Bobas, dass er heute 4:30 aufgestanden ist. Ach so, das ist ja, ist so, wenn du Schmerzen hast, da bist du mal in der Nacht wach, ja. Ich habe mit meiner Hüfte auch immer nur maximal 2 Stunden am Stück geschlafen. Kennst du das Sprichwort nicht? Ab 30 geht's bergab. Ich penne erst 6 Stunden durch. Jetzt penne ich 6 Stunden durch. So, wir brauchen einen Ständer, Standardlichtschalter. Den machen wir auf, keine Ahnung, hier hin. Wir brauchen eine tolle, super Deckenleuchte. Jetzt geht der Lichtschalter falsch rum. Normalerweise macht so ein Licht immer nach unten an und nicht nach oben. Kann ich dich drehen? Ich komme euch gleich rum, ab 30 geht's bergab. Ich kenne den Spruch auch, ab 30 geht's bergab. Also ich werde die nochmal hier verkaufen. Ich hoffe jetzt halt einfach mal, dass wenn ich die montiere, dass ich die dann hier an die Seite montieren kann. Aber das geht nicht, ne? Das ist doch so bescheuert, oder? Das triggert mich. Für wen hältst du mich? Okay. Dann habe ich jetzt zwar ein bisschen Geld zum Fenster rausgeschmissen, aber das hätte mir jetzt halt nicht gefallen, ne? So ein Quatsch, was sie da gemacht haben, oder?